Was geht ab, YouTube? Ich bin's wieder, 666 Flake. Im heutigen Video möchte ich euch drei Karten vorstellen, die ihr eventuell noch nicht kennt. Und zwar sind es zwei Effektmonster und ein Synchromonster. Die beiden Effektmonster ähneln ein bisschen den Gores, da die Special von der Hand kommen können bei Angriffen. Und der erste von den beiden ist der Schneepflug Extra Flot oder wie er im Englischen auch heißt, Snowplow Hustle Rustle. Extrem geiler Name, Daumen hoch dafür. Und der ist im Endeffekt in Japan in einem 3DS-Spiel, Dual Carnival, erschienen. Fragt sich, wann das zu uns kommt. Und hat 2,5 ADK, 3000 Defense, ist ein Erdemonster, 10 Sterne, Maschine. Und hat den Effekt, dass er Special kommen kann, wenn der Gegner einen direkten Angriff deklariert und man Zauber- oder Fallenkarten in seiner Zone besitzt. Wenn der dann Special kommt, zerstört man alle Zauber- und Fallenkarten, die man kontrolliert. Und der Gegner bekommt 200 Schaden für jede zerstörte Karte. Solange der auf dem Feld liegt, kann man keine Monster als Spezialbeschwörung beschwören, außer Maschinenmonster. Nur eine kleine Einschränkung, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Monster, auch mit Limiter auf 5000. Richtig krass und richtig cooler Name, Snowplow Hustle Rustle. Zweite Karte ist der hier, der Swordsman of the Ceiling Swords. Der ist in Japan in Duelist Pack Yuma 2 erschienen, hat 0 ATK, aber dafür 2-4 Defense, 8 Sterne, Lichtmonster, ist ein Krieger. Und wenn ein gegnerisches Monster einen direkten Angriff deklariert, kann man ihn Special von der Hand beschwören. Und das gegnerische Monster, das angegriffen hat, wird noch zerstört, wenn es weniger als 2-4 ATK besitzt, da das der Defense-Wert vom Swordsman of the Ceiling Swords ist. Und wenn man ihn als Material für eine XYZ-Beschwörung benutzt, bekommt das XYZ-Monster dann noch den Effekt, dass es einmal pro Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden kann. Richtig nice, muss ich mal so sagen. Und auch interessant zusammen mit Monstern, die auf Level 8 gehen können, zum Beispiel Egghead oder so, um 8er Exceed zu plauzen. Die dritte Karte, die ich euch noch vorstellen möchte heute, ist Leo, der Hüter des Heiligen Baums. Leo, God Beast of the Great Tree, ein Erdemonster, und zwar ein Synchromonster mit 10 Sternen, das man holen kann, indem man einen Empfänger und ein oder mehr Lichtempfängermonster dafür benutzt. Der kommt in Legacy of the Valiant raus, also im nächsten Set. Und diese offene Karte auf dem Spielfeld kann nicht als Ziel für Karteneffekte deines Gegners gewählt werden, außer während deiner Main Phase 2. Äußerst interessant, 3-1 ATK, 1-9 Defense, interessantes neues Synchromonster, muss ich mal so sagen. Das war's für heute, YouTube. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Karten präsentieren. Wenn nicht, gebt mir vielleicht trotzdem ein Like und einen Kommentar. Bleibt immer dran. Euer 666 Flake.